So, meine Freunde, und willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Wir sind hier stehen geblieben in Raststadt und haben im letzten Part einen sehr langen Dialog mit Trikifado, Dummiesel, Emolga und Zveronis im Restaurant. Es ging nicht um Essen diesmal, nein, es ging um die Wiederkehr von Zero, die irgendwie möglich sein soll, wenn man irgendwie auf dem Kosmohügel bzw. am Nabel der Welt einen Wunsch äußert und im Gleichgang mit dem Weltall ist. Genau, und dann setzen wir uns auf den Mond hin und hissen eine Flagge und sagen wir, hey, wir waren als erstes hier. Keine Ahnung, was das jetzt auf einmal auf sich hat. Das Postgame soll nicht so lang sein. Ich glaube, es wird jetzt nur die Rückkehr von Zero irgendwie so sein, dass man jetzt diese Dungeons macht, dann irgendwie mit Trikifado sich dort trifft und eben dann Zero beschwört und dann ist er wieder da und dann ist wieder alles in Ordnung. So ungefähr wird das, glaube ich, jetzt laufen, meiner Ansicht nach. Und ja, wir gucken jetzt erstmal, was wir noch alles mitnehmen können zum Nabel der Welt. Deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz zum Belebersamenfeld gehen. Dort ein bisschen was abbauen, neue anbauen, sodass wir ein paar Belebersamen haben. Denn die sind ziemlich wichtig. Hier bei Gorgantis war es, glaube ich. Ne, Golbit, so hieß es. Deswegen Suiza ja der Kleine. Und wir haben zwei Belebersamen gefunden. Deswegen, das ist schön, das ist gut. Was hat er jetzt? Neu eingepflanzt auch? Wow, sieh nur, was ich zufällig noch geerntet. Oh, ein Heilsamen. Wow, das geht auch? Wusste ich gar nicht, chillig. Ausbauen könnte ich den auch mal, ne? Ich müsste mal wieder ein paar Sachen ausbauen und sowas, ne? Deswegen, ich schreibe es einfach in die Kommentare rein. Wie gesagt, 100% Run und alles. Ich werde hier alles versuchen zu machen. Aber das Postgame ist, wie es aussieht, schon fast vorbei. Legendäre Pokémon sollen auch nicht so das Wahre sein. Ich habe das mir beim Kumpel alles angeguckt, wie das alles verlaufen wird. Das soll alles nicht so toll sein. Das soll mit Missionen sein, da kann man nur gegen die kämpfen und sowas. Deswegen, also so lange wird es leider nicht mehr laufen, dieses LP. Ich versuche es natürlich so lange wie möglich noch zu laufen zu halten. Um euch eben noch hier alles zu zeigen, beziehungsweise um euch noch unterhalten zu können. Deswegen, weil die meisten Leute gucken eben nur PMD, aber das ist mir scheißegal, wer was guckt. Hauptsache, ihr habt Spaß an den Videos und das ist das, was mich interessiert. Und ja, was ich sonst noch sagen wollte, DLCs, die werden natürlich auch noch kommen. Da werde ich auch noch natürlich alle machen, auch die 99er Dungeons. Für Leute, die fragen wollen, beziehungsweise die jetzt noch nochmal fragen. Klar werde ich die machen. Aber sonst gibt es eigentlich nichts, was ich zurzeit noch machen will. Beziehungsweise, was ich jetzt noch gerade machen kann. Von daher, alles okay. Einen großen Apfel nehmen wir trotzdem mal mit. Vielleicht brauchen wir den ja da mal. Who knows? Und sonst, ja, eigentlich nichts. Ja. Gut, dann war's das. Würde ich sagen, gehen wir mal los zum Nabelweg. Geht es hier hin oder geht das oben am Hügel hin? Ne, es geht hier. Nabel der Welt. Wir haben zwei neue. Oh, wir haben ein paar neue Dungeons. Nordwindufer, was ist das denn? Hilferuf bis zu 10. Neue Freunde anwendbar. Okay, was ist das? Talsolo. Okay, was ist das? Auch wieder ein neuer Dungeon. Können wir eigentlich auch mal machen, würde ich sagen. Bis Ebene 10 sind die. Ah, ich will jetzt mal ein bisschen Story wieder machen, deswegen. Vielleicht ist das ja ganz gut. Die ganzen fehlenden Dungeons, die wir noch nicht gemacht haben, werde ich auch noch machen. Was ist das denn? Mystic 5, okay. Also die Mystic gibt es ja auch schon, sehr schön. Boah, das sieht geil aus. Der richtige Vulkan, ey. Das sieht chillig aus. Die Gegner schlafen alle. Und der Popelgeruch, der macht was? Ausrüstung kann nicht benutzt werden. Das heißt, Schale bzw. Brillen oder Schals eben. Schals. Schals, wie das klingt, ey. Was ein Scheiß. Wie hieß Mehrzahl von Schale? Von so einem Schal. Mehrzahl vom Schal. Schäle? Keine Ahnung. Schale? Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen, die können nicht benutzt werden. Da können auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ausgerüstete Items wie Belebersam sowas dann auch nicht bringen. Denke ich einfach mal nicht. Deswegen, Brillen bringen da wahrscheinlich nichts und eben dann auch alles ausgerüstet bringt dann irgendwie nichts. Deswegen, das ist also jetzt kurz gesagt. Matschfalle, ja, macht glaube ich Genauigkeit runter, ne? Verteidigung sinkt, okay. Auch nicht schlecht. Ein Rollen, das können wir eigentlich. Schockfrost, wollte ich gerade sagen. Alter, der ist stark vom Level her. Crank. Deswegen, wir werden jetzt mal gucken, wie weit wir hier kommen. Auf jeden Fall sehr schöner Magma-Dungeon. Den habe ich, das hat einfach gefehlt, ey. Irgendwas Feuriges, ey. Das ist eine Monsterfalle, glaube ich. Ja. Das ist natürlich sehr schön, wenn jetzt hier alle Gegner auf einmal herkommen und mich natürlich platt machen wollen. Somnian liegt hier, okay. Oh, Alter, ist das ein mieser Dungeon, ey. Was ist das denn hier für ein Kack? Ja, ist okay. Raus.
Boah, rast die aus, ey. Nabel der Welt, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Bitte sei one hit down. Ja, ist das geil, ey. Ist das geil, ey. Bin ich schlecht. Ich bin so underlevelt wahrscheinlich noch. Underlevelt? Underlevel meine ich natürlich. Lebersamen, komm schon. Schlafsamen. Oh, die sind so stark, die Gegner. Das ist krass. Wenn am Ende noch hier ein Bosskampf lauert, dann habe ich natürlich voll verkackt. Wirklich. Dann habe ich echt verschissen. Und es tut mir leid, dass die Cam so scheiße ist. Wie gesagt, Leute, ich werde mir nach diesem LP dann eine Capture Card holen. In dem LP ist immer ein bisschen doof. Außer ich nehme jetzt irgendwie 6, 7 Folgen auf einmal auf. Dann kann ich sagen, dann kann ich den DS wegschicken und das Ende dann mit einer Capture Card aufnehmen. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, dann muss ich mich aber erst auch mit auseinandersetzen. Es bleibt auch nicht zu 100% die Garantie, dass er dann heil zurückkommt. Deswegen muss ich noch gucken, weil ich das mache. Eigentlich wollte ich es nach dem LP machen. Und mir dann, wie gesagt... Alter, rast du doch nicht aus, du Hässlicher! Der tötet uns fast Two-Hit, ey. Scheiße, sind die Gegner voll stark, ey. Gut, dass die alle schlafen wegen der einen V-Welle eigentlich. Lehmschelle, ey. Ich geb dir gleich eine Schelle, du Spacken. Spacko, ey. So, tot. Hier liegt was. Universalband und hier liegt noch was. Goldbarren, okay, sehr schön. Mysteriöse Umstände sorgen für einen Ortswechsel. Nabel der Welt. Okay, was ist der Ortswechsel? Im Dungeon mit Mystik kann es passieren, dass an einem seltsamen, rätselhaften Ort landest. Früher oder später findest du aber sicher einen Weg. Okay. Wähle antreffende Pokémon unter anderes, um zu prüfen, welche Gegner du zu deinem Verbündeten machen kannst. Das weiß ich doch schon. Eine Verzerrung mal wieder. Okay, aber welche Ebene wir sind, das ist jetzt unbekannt sozusagen. Oder wie kann ich das verstehen? Denke ich jetzt einfach mal, dass das alles unbekannt ist. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt hingehen könnte oder bin oder wie auch immer. Warten wir mal ab, Nabel der Welt. Ja, wir sind auf Ebene nix. Ey, was ist das denn? Ja, eine Siegelfalle. Damit werden Items blockiert. Wunderschön. Noch ein Skelabra. Alter, die machen so viel Schaden, die Gegner. Die sind krass. Wenn er jetzt Funkenflug macht, bin ich tot, ey. Aber der ist ja zum Glück gestorben, ey. Zum Glück bist du tot, Junge. So. Drop mal Geld hier so viel, ey. Würde. Hör mal auf hier, Alter. Das macht so viel Schaden, ey. Das ist krass. Donnerblitz wurde aufgeblüht. Endlich, ey. Schön. Boah. Geld. Geld, Geld, Geld regiert die Welt, ey. Gut, dass man kein Geld verliert, wenn man stirbt, ey. Was ist jetzt hier mit Nabel der Welt dauernd, ey? Ich will jetzt mal weiter hier. Das ist krass, ey. Die meisten haben das Spiel ja durch, das weiß ich. Auch das Postgame schon. Und die meisten, ich habe ein paar gesagt, dass das Postgame ein bisschen zackt. Deswegen bin ich Angeberei. Na toll, da laufe ich lieber weg, ey. Und jetzt habe ich Boost in Angriff. Jetzt kann ich auch mit Ruckzuck angreifen. Das reicht mir völlig taktisch klug. Deswegen. Aber wir können hier wieder Pokes ins Team nehmen. Das ist wenigstens sehr schön. Da können wir gucken, welches Level die Gegner sind erstens. Und wir haben wenigstens ein paar Teamkollegen dabei. Ja, das wäre ganz... Das ist das Schönste an überhaupt, ey. Wenn wir das machen könnten. Aber erstmal welche aufnehmen, ne? Das ist die Sache. Georock, Brock und ein bisschen Kohle. Alter, ey, ballert der mich hier ab, ey. Was soll der Scheiß denn? Du Spacken, du. Lass mich mal in Ruhe hier. Und tot. Nein? Ja, gerne. Gleich schlafe ich ein, oder was? Oh, Mann. Was soll denn das? So, und... Erstmal hingelegt und dann wieder aufgestanden. Schöner, warmer Boden, ne? Super, super, super. Oh, ich will so ein Skelabra im Team haben. Das wäre geil. Wie das jetzt tötet, ne? Alter, ich sehe es schon, ey. Sinelbeere erstmal schnell. So, Dönerblitz. Skelabra wäre ich chillig, ey. Das wäre stark auch. Ne, will ich. Warum wollen die nicht mein Team? Bin ich nicht sympathisch genug für die, oder was? Man, ey. Ne, ich finde einfach keine Ebene mehr hier raus. Jo, übertreib doch mal Brutalander jetzt, ey. Wir nennen es Team-Level, ne? Das wäre crank, ey. Aber wir haben ja schon ein Kind vom Team, von daher ist das nicht so schlimm. Obwohl, ein Draschel haben wir, glaube ich, auch nicht, von daher erst geht. Kann ich noch Kind vom entwickeln zu Draschel? Dann passt das. Sprengfalle, macht das jetzt Boom oder was? Jo, heißer Furz oder was? Zu ähnlich. Ja, ist wie die Voltoball-Falle und Elektroball-Falle aus den anderen PMDs wohl. Zieht die Hälfte an KP einfach ab.
sind ganz legitim und normal. Smog wieder, ja. Rauch nicht so viel, mein Friend, du. Rauchen ist ungesund. Rauchen ist ungesund. Deswegen, ich rauche auch nicht. Nö, nö, sowas tue ich mir nicht an, jo. Top Elixier und Treppe. Ja, keine Ahnung, wo hier wieder was sein soll, ey. Das ist gerade irgendwie random. Jetzt muss ich den Part gleich abbrechen, ey, weil es geht jetzt auch schon langsam auf Ende des Parts zu, von der Länge her. Und irgendwie finde ich ja hier nicht raus. Ich habe auch ganz ehrlich nicht mitgezählt, welche Ebene wir sind. Brüller, ja, geil. Ja, was? Wo bin ich denn jetzt? Ach, weil ich in die Lava gefallen bin, wurde ich wegteleportiert. Ja, okay. Nehme ich hin. Nehme ich so hin. Sollte kein Ding sein. Wo ist jetzt der verdammte Ausgang, ey? Beziehungsweise, wo bin ich jetzt überhaupt? Auf welche Ebene bin ich? Ihr könnt ja im Video nachgucken, beziehungsweise auch nachzählen, logischerweise. Aber ich habe jetzt voll verpeilt schon. Deswegen, das ist ein bisschen ärgerlich. Alter, der macht so viel Schaden, ne? Und ich bin paralysiert, ey. Ist klar. Wo lande ich jetzt schon wieder, ey? Das ist krass. Die Gegner sind einfach viel zu stark für mich. Bin ich underlevelt? Schreib's mal in die Kommentare, wie Leute, die das Spiel durchgespielt haben. Oder die gerade irgendwie auf PokeWiki oder sowas lesen können. Oder mir das sagen wollen. Nee, hier ist nix. Absolut nix. Ich glaube, es lohnt sich auch gar nicht, was ich hier gerade mache, oder? Ah, zum ursprünglichen Dungeon zurückgekehrt. Ja, schön. E13 sind wir jetzt schon. Ganz schön. Was bringt das jetzt Tolles, dass man nicht mehr weiß, auf welcher Ebene man ist? Oder wie kann ich das verstehen? Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was das bringt. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Deswegen, mir ist das gerade ein bisschen suspekt. So, Mondschein. Oh Mann, was soll das? Was soll das denn jetzt? Was war das denn für ein Move? Oh Junge, du regst mich auf. Oh. Maga, willst du mich verarschen oder so? Jetzt hör mal auf mit der Kacke. Jetzt raste ich aber aus hier langsam. So, ihr penn ein, du Arschloch, du, ey. Sorry für den Ausdruck, aber pff, das regt mich gerade auf, ey. Hey, Mondschein, hey, Mondschein, hey, Mondschein. Ja, PG, dann komm mal Donnerblitz. Nee, Bagilität ist nicht so wichtig. Scope-Linse, sehr schön. Bringen wir zwar nichts, aber es ist teuer zu verkaufen. Von daher ganz okay. Super. Super, die Duper. So, wo können wir jetzt am besten noch hingehen? Hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix. Da ist eine Treppe und da unten ist noch was. Ein Orb, die Orb bringt mir hier auch nichts in den Dungeon. Na toll. Ende oder wie sieht's aus? Ich bin schon ziemlich weit vorgedrungen. Ah, vorgedrungen. Es ist zwar kaum wahrnehmbar, aber ich glaube, ich sehe dort ein Licht. Ich sehe es mir besser mal genauer an. Wir wollen speichern. Part ist ziemlich kurz. Soll ich? Ja doch, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder, oder? Das ist dann echt ziemlich kurz, so 13 Minuten. Wir gucken uns das kurz an, ne, würde ich mal sagen. Deswegen, das ist, glaube ich, ein bisschen sehr kurz. Von daher wollen wir auch mal kurz weitermachen dann. Oder? Oder soll ich... Ne, weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, wir speichern erstmal und gucken erstmal weiter. Wenn das irgendwie dann in den Cutscene kommt, dann werde ich abbrechen. Falls nicht, dann nicht. So werden wir das jetzt klären, deswegen. Puh. Ja. Okay, wir sind schon wohl da, wie es aussieht. Habe ich mein Ziel endlich erreicht? Ist das hier der Kosmo-Hügel? Oh, hier ist ein Abgrund. Wow, es ist pechschwarz. Ich kann nichts erkennen. Hier werde ich wohl keinen Schritt weiterkommen. Wow, das ist ja atemberaubend. Das sieht echt genial aus. Hier, an der Höhlendecke, funkeln und glitzern hunderte kleine Lichter. Wunderschön, wie ein Sternhimmel. Wollte ich gerade sagen, es sieht aus wie ein Himmel. Aber es ist, wie es aussieht, wohl die Decke der Höhle. Krass. Wer würde glauben, dass sich ein Ort wie dieser so tief unter der Erde finden lässt? Oder finden ließ. Dieser Ort hier umgibt eine Aura des Geheimnisvollen. Dies ist in der Tat ein bezauberndes Plätzchen, nicht wahr? Für einige Augenblicke hat es mir ebenfalls die Sprache verschlagen. Trikifalo.
Man fragt sich natürlich, warum ein unterirdischer Ort Hügel genannt wird. Doch steht man erst einmal auf diesem Abhang und richtet einen Blick aufwärts. So ist einem, als stünde man auf einem Hügel irgendwo da draußen. Ja, wollte ich auch gerade sagen, es sieht aus, als würde man wirklich so im Kosmos sein. Deswegen, geiler, sieht geil aus. Gefällt mir. Würde diese funkelnde Vielzahl der Sterne am nächtlichen Himmelszelt bestaunen. Es heißt, dass man diesen Ort deshalb den Kosmohügel getauft hat. Also ist es wahr. Ja, du stehst wahrlich und wahrhaftig auf dem Kosmohügel. So, Morpho, es ist nun an der Zeit, deinen Wunsch zu äußern. So, meine Freunde, aber ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut und sehen uns im nächsten Part wieder. Mit dem Wunsch, haut rein, meine Freunde, bis zum nächsten Part und ciao.